das Spiel hat ja wohl einen Marketingnamen. Wütende Kämpfer. Da weiß man also sofort, was man kriegt. Das Cover sieht jetzt relativ generisch aus und verrät nicht viel. Wie spielt sich das Ganze also und was ist es genau? Was taugt Raging Fighter für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und auch 1993 veröffentlicht. In Japan erschien es unter dem Namen Outburst und hat ein ganz eigenes Cover. Schätze mal, das lag wohl daran, dass man den japanischen Geschmack eher treffen wollte. Die Story ist bei einem Kampfspiel natürlich relativ überflüssig und lässt sich kurz zusammenfassen. Ihr wollt natürlich der beste Kämpfer aller Zeiten werden und so müsst ihr die anderen Kämpfer vermöbeln und ein Turnier gewinnen. Soweit also Standard. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Das Spiel ist im Kern ein klassisches Kampfspiel im Stile von Street Fighter und Co. Diese Art von Spielen war damals so populär, dass natürlich auch der Game Boy versorgt werden musste. Aus der seitlichen Perspektive steuert ihr also euren Kämpfer und tretet in 1 gegen 1 Matches gegen einen anderen an. Insgesamt habt ihr dabei die Auswahl aus 7 verschiedenen Kämpfern, die sie natürlich alle leicht anders steuern und ihr ganz eigenes Aussehen mit sich bringen. Euch erwartet hier jedoch keine großartig unterschiedlichen Kämpfer, sondern eben das Übliche. Ein Karatekämpfer ist dabei und ein etwas bulligerer und so weiter. Das Spiel bietet euch 4 verschiedene Spielmodi: Practice, Story, Tournament und den Versus Mode. Auf letztere werde ich jetzt nicht großartig eingehen. In dem könnt ihr euch natürlich mit einem Kumpel über das Linkkabel duellieren. Die erste Option ist der Übungsmodus und auch hier sollte es kein überraschen, was sich dahinter verbirgt. Hier könnt ihr die einzelnen Kämpfer besser kennenlernen. Nett, dass es da ist, aber naja, relativ überflüssig würde ich sagen. Die anderen beiden Modi sind der eigentliche Kern des Spiels, aber jetzt auch nichts revolutionär Neues. Im Story-Modus verfolgt ihr eine kleine Geschichte und kämpft dort gegen verschiedene Gegner. Und im Tournament-Modus im Prinzip auch, nur ohne Geschichte. Da der Gameboy ja nur 2 Tasten hat, haben sich die Entwickler auch bei der Steuerung etwas einfallen lassen. Ein Knopf ist ein Schlag und der andere ein Tritt. Soweit klar und logisch. Um aber mehr Variationen zu erlauben, könnt ihr jedoch noch das Steuerkreuz mitbenutzen. So ist zum Beispiel links und Tritt etwas anderes als rechts und Tritt. Klingt gut, ist aber relativ fummelig und eigentlich verkommt alles immer in ein planloses Button-Mashing. Der Schwierigkeitsgrad versaut euch auf Dauer leider den Spielspaß. Ihr könnt ihn zwar theoretisch anpassen, jedoch ist selbst die einfachste Option nicht gerade einfach. Hier könnte das Spiel eindeutig besser balanciert sein. Bei der Grafik kann man echt nicht meckern. Die Kämpfer sehen alle ordentlich designt aus und sehen ihren Charakterbildern sogar ähnlich. Auch die Animationen und Hintergründe sind durchaus gut gelungen, also zumindest für die Verhältnisse des Gameboys. Natürlich läuft alles nicht sehr flüssig, aber naja, was will man auch erwarten. Der Sound hingegen sticht nicht wirklich hinaus. Er bietet im Prinzip genau das, was er von ihr erwartet. Das Kampfgeschehen wird gut untermalt, ist jetzt aber jetzt auch nichts, was länger im Ohr bleibt. Was taugt Raging Fighter für den Game Boy also heute noch? Spiele dieser Art haben es natürlich schwer auf den Game Boy. Die Hardware war einfach nicht für das ausgelegt und dem Spiel merkt man das auch an. Es gibt natürlich auch schlechtere Spiele aus dem Genre, aber so richtig gut ist das hier nicht. Vor allem der extrem hohe Schwierigkeitsgrad ist unnötig. Abseits davon ist es okay, aber jetzt absolut nichts Besonderes. Ein Meh von mir, man muss es nicht unbedingt in seiner Sammlung haben. Das war der Test zu Raging Fighter für den Game Boy. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.